Ja, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ja, im letzten Part sind wir so weit gekommen, dass wir halt hier mit dem Besänftigen gesprochen haben. Wir haben versucht gehabt, die Truhe zu öffnen, aber da hat uns der Besänftige von abgeraten. Dann haben wir hier einen der anderen Rekruten getroffen und dann haben wir uns hier beim Händler seine zwei Arten von Waren angeguckt. Ja, und jetzt werden wir hier nach oben in den Bereich gehen. Der kommt ja jetzt als nächstes dran, weil hier hinten waren wir ja schon überall. Und ja, mal sehen, was dann in dem Bereich dann dazu kommt oder was uns da bei erwartet. So, noch mein Timer. So, okay. Dann wollen wir mal gucken. Tja, hier ist halt noch nicht viel mit Kämpfen oder so. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Okay, hier kommt man nicht weiter. Ja, aber echt hübsch gemacht. Hier kann man natürlich auch nicht runtergehen. Schade. Ich dachte, man könnte sich dann doch hier so in das Lager der Magier reinschleichen. Aber nein, geht natürlich nicht. Okay, dann gucken wir erstmal hier links rüber. Alles nur so provisorisch eingerichtet. Kriegsrat. Aha, okay. Dann haben wir hier einen Diener. Oh, entschuldigt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Nö, Hauptsache ich muss mich um meine Aufgaben kümmern. Ja, ich muss mich um meine Aufgaben kümmern. Sagst du noch was? Ich sollte gehen. Ich fürchte, ich bin schon zu spät. Oh, steht's ich hier muss nur mich um meine Aufgaben kümmern. Ja. Okay, dann öffnen wir mal hier das Trülein. So, da haben wir einen Kurzbogen drin. Okay. Dann haben wir hier noch die Dienerin. Tak. Ich habe dringende Aufgaben zu erledigen. Verzeiht. Okay. Ich habe dringende Aufgaben zu erledigen. Verzeiht. Mhm. Und du? Es tut mir leid, aber vor der Schlacht gibt es noch viel zu tun. Ich muss mich meinen Aufgaben widmen, sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Es tut mir leid, aber vor der Schlacht gibt es noch viel zu tun. Ich muss mich meinen Aufgaben widmen, sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Ruhig, alles mit der Ruhe. Umso hektischer ihr seid, umso schwieriger könnt ihr eure Aufgaben erfüllen. Also alles mit der Ruhe und nicht hetzen. So, sonst haben wir hier hinten... Haben wir hier noch was? Außer diese eine Truhe, die wir ja schon geplündert haben. Hier kann man leider auch nicht raushuschen. Wir sind hier wirklich ganz schön eingefärscht. Nirgendwo ein Schlupfloch, wo wir doch raus könnten. Haben sie gut für gesorgt. Schade, schade. Okay. Da ist noch eine Truhe. Ah, da ist Alistair. Okay, dann speichere ich jetzt mal hier kurz ab. So. So, dann wollen wir mal gucken, was hier abläuft. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg, Narr.
Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Nein. Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Trage ich einen Stab auf den Rücken? Guck doch mal hin. Keine Sorge, ich bin keine Magierin. Eine weniger, die mich anschreit. Aber der Tag ist ja noch jung. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin aus Hayeva. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Wie habt ihr mich erkannt? Duncan hat euch angekündigt und sprach sehr wohlwollend von euch. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Alistair, der neue graue Wächter, aber das wusstet ihr sicher schon. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Sehr erfreut. Mein Name ist Tronja. Richtig, das war der Name. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, dass es bei den Grauen Wächtern immer nur sehr wenig Frauen gab. Woran das wohl liegt? Ihr hättet gerne mehr Frauen bei den Wächtern, oder? Wäre das so schrecklich? Ich bin doch kein sabbernder Lüstling oder so. Seht mich bitte nicht so an. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Nein. Nein, bisher nicht. Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Der Streit gerade eben. Worum ging es da? Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Was ist ein Templer? Das wisst ihr nicht. Also die Kurzversion. Die Kirche möchte die Magier kontrollieren, weil sie gefährlich sind. Und die Templer bringen für die Kirche Abtrünnige zur Strecke. Dafür wurde ich ausgebildet, als Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Keine Sorge, ich bringe euch nicht in Verlegenheit. Was ist mit den anderen Rekruten?
Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ich hab Devin getroffen. Ja, der Taschendieb, den Duncan rekrutiert hat. Ich frage mich wirklich, was er in ihm sieht. Haltet die Augen offen, vielleicht sehen wir den anderen. Oder ich suche ihn später. Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Andererseits geht weiter. So, Quest aktualisiert. Kehrt zu Duncan zurück. Du hast Alistair gefunden und solltest nun mit ihm zu Duncan zurückkehren. Er hält sich bei seinem Feuer in der Nähe des Tores in die Kokari-Wildnis auf. Okay. Aber das dauert noch ein bisschen, weil wir müssen noch hier ein Gespräch führen und dann noch Alistair skillen. Okay, dann quatschen wir. Ja? Ja. Das haben wir schon. Erzählt mir etwas von euch. Wie gesagt, ich wurde zum Templer ausgebildet, bis Duncan mich vor etwa 6 Monaten rekrutiert hat. Die Kirche hat mich aufgezogen und dass ich Templer werde, wurde schon vor langer Zeit für mich entschieden. Duncan sah, dass ich unglücklich war und dachte, meine Ausbildung gegen Magier könne auch gegen die dunkle Brut von Vorteil sein. Und jetzt bin ich ein stolzer, grauer Wächter. Die oberste Klerikerin wollte mich nicht gehen lassen, aber Duncan hat sie dazu gezwungen. Ich schulde ihm ewigen Dank. Ihr wolltet der Kirche nicht beitreten? Sie war nicht das Richtige für mich. Ich glaube an den Erbauer, aber ich wollte nie mein Leben der Kirche weihen. Ihr sprecht voller Zuneigung von Duncan. Ich habe Jahre in der Kirche verbracht, ohne Hoffnung meinem Schicksal ergeben. Duncan war der Erste, den interessierte, was ich wollte. Er hat großen Ärger mit der obersten Klerikerin riskiert, um mir zu helfen. Vielleicht dachte Duncan, ihr könntet nützlich sein. Vielleicht ist er auch einfach nur ein guter Mensch. Oh, muss doch nicht gleich so böse sein. Ich muss doch euch erstmal richtig kennenlernen. Naja, dann tapst man halt hier und da mal ins Fettnäpfchen. Ich habe einige Fragen an euch. Worum geht's? Die grauen Wächter. Dachte ich mir. Was möchtet ihr wissen? Was macht euch alle so besonders? Die grauen Wächter sind unvergleichliche Krieger. Die dunkle Brut hat bislang 4-mal die Zerstörung der Welt angestrebt. Und jedes Mal führten die grauen Wächter die Menschheit zum Sieg. Niemand weiß mehr über die dunkle Brut. Und niemand ist für den Kampf gegen sie besser gewappnet. Ihr werdet sehen. Vertraut mir. Also sind sie Ritter? Helden? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Duncan sagt, die grauen Wächter tun alles, was nötig ist, um die Menschheit vor der dunklen Brut zu schützen. Das schließt extreme Methoden mit ein. Was eben für den Sieg erforderlich ist.
Ich bin unsicher, ob ich überhaupt etwas über die Grauen Wächter weiß. Mal sehen. Ihr habt bestimmt schon von der Feste von Weißhaupt gehört. Von dem großen Horst, der in die Klippen hoch oben in Anderfels geschlagen ist. Dort hielten die Grauen Wächter einst ihre Griffins. Die Griffins sind ausgestorben. Und wir sind seit der letzten Verderbnis viel weniger geworden. In Ferelden gibt es nur noch eine Handvoll. Und nicht viel mehr in anderen Ländern. Wo sind die anderen Grauen Wächter? Im Lager der Soldaten des Königs, unten im Tal. Der König hat uns trotz unserer geringen Anzahl eine ehrenvolle Position an der Spitze zugewiesen. Kaelen scheint förmlich danach zu gieren, mit uns in die Schlacht zu ziehen. Vielleicht denkt er, dass genau das auch sein Vater getan hätte. Die Grauen Wächter haben also das Recht, jeden zu rekrutieren? König Marek, Kaelens Vater, hat die Rechte der Grauen Wächter aus Zeiten der Verderbnis bestätigt. Aber wir können nicht zu oft jemanden verpflichten. Das würde unserer Sache schaden. Wir wurden schon einmal aus Ferelden verbannt. Das sollte nicht nochmal passieren. Das ist alles, was ich wissen wollte. Wollt ihr mich noch etwas anderes fragen? Ja, da waren ja noch andere Optionen, ne? Duncan hat eine Verderbnis erwähnt. So ist es. Nun, was ist eine Verderbnis? Woher kommt die dunkle Brut? Wollt ihr die Version der Kirche hören? Oder die Wahrheit? Ist das nicht dasselbe? Nur in den seltensten Fällen. Dann erzählt mir die Wahrheit. Die Wahrheit lautet, wir wissen es nicht. Sie kommen aus der Erde. Und weiter sind wir nie gekommen. Wie lautet die Version der Kirche? Laut dem Gesang des Lichts sperrte der Erbauer die alten Götter vor Urzeiten unter der Erde ein, weil sie die Menschheit durch Betrug dazu gebracht hatten, sie anzubeten. Die alten Götter hatten noch Kontakt mit einigen Menschen und lehrten sie Magie. Diese Menschen wurden die Magister des Reichs von Tevinter. Die Magister drangen dank ihrer Kräfte in die goldene Stadt ein. Und verdarben sie und sich selbst. Der Erbauer vertrieb sie. Und sie wurden die Ersten der dunklen Brut. Sie flohen unter die Erde und brachten die Verderbtheit zu ihren Göttern. Die verderbten alten Götter waren die Erzdämonen, die sich aus ihren Gefängnissen erhoben und mit der dunklen Brut die Welt angriffen. Das war also die erste Verderbnis? Ja, und sie hätte uns beinahe ausgelöscht. Nach einer Niederlage flieht die dunkle Brut unter die Erde und sucht wieder einen alten Gott. Sie verdirbt ihn, und so kommt es zur nächsten Verderbnis. Wo ist der Erzdämon dieser Verderbnis? Wir haben ihn noch nicht gesehen. Manche glauben, es handle sich hier nur um einen ungewöhnlich groß angelegten Überfall der dunklen Brut, ohne die Leitung eines Erzdämons. Aber im Ernst, der Erzdämon kann in der Wildnis sein oder unter der Erde. Womöglich versteckt er sich. Nur weil er sich nicht zeigt, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt. Warum bekämpft ihr die dunkle Brut nicht unter der Erde? Sie kontrolliert die tiefen Wege, seit sie die Königreiche der Zwerge besiegt hat. Selbst wenn wir dort einfallen, können wir sie nur begrenzt verfolgen. Was genau ist ein Erzdämon? Die alten Götter waren Drachen, heißt es. Riesig und intelligent. Im Reich von Tevinter gab es große Statuen von ihnen. Jeder Drache hatte einen Namen und seinen Platz im Kosmos. Alles sehr detailreich. Die Erzdämonen sind vielleicht nicht die alten Götter, aber Drachen sind sie auf jeden Fall.
Warum sind manche Leute so skeptisch? Die Grauen Wächter hatten bis zum Ende der letzten Verderbnis so viel dunkle Brut getötet, dass die Leute glaubten, sie wäre endgültig vernichtet. Ich habe noch weitere Fragen über die Verderbnis. So ist es. Wie besiegen die Grauen Wächter eine Verderbnis? Wir schlagen der Schlange den Kopf ab. Das ist der einzige Weg. Laut Chronik hat Garahel, der berühmteste Anführer der Grauen Wächter, den Erzdämon Enderhall bei der Schlacht von Aesley im Zweikampf getötet und so die letzte Verderbnis beendet. Wenn kein Erzdämon mehr Befehle erteilt, flieht die dunkle Brut zurück unter die Erde. Wie hat überhaupt jemand von der neuen Verderbnis erfahren? Die Grauen Wächter halten Wache. Wir spüren die dunkle Brut, wenn sie kommt. Nach dem Beitritt werdet ihr das verstehen, denn ihr werdet verstehen. Und wenn die dunkle Brut aus der Wildnis hervorbricht und alles um sie herum verdirbt, kriegt man das auch irgendwann mit, vermute ich. Ja, das kann ich dir voll zustimmen. Wenn alles kaputt geht, klar. Wie viele von der dunklen Brut sind denn da draußen? Tausende? Zehntausende? Sie hatten dafür jahrhundertelang Zeit. Das ist alles, was ich wissen wollte. Wollt ihr mich noch etwas anderes fragen? Erzählt mir von Duncan. Duncan ist der Anführer der Grauen Wächter von Ferelden. Er würde sagen, das sei nichts Besonderes, weil wir so wenige sind. Noch. Außerdem ist er ein guter Mann mit Menschenkenntnis. Ich schulde ihm viel. Was ist mit euch? Was haltet ihr von ihm? Auch ich verdanke ihm viel. Er hat mich gerettet. Das kommt mir bekannt vor. Er hat aus dem Wenigen, was er hat, das Beste gemacht. Und das schließt mich wohl mit ein. Wollt ihr mich noch etwas anderes fragen? Die bevorstehende Schlacht. Die morgige? Die dürfte wohl eher Taryn Loghain für uns gewinnen als der König. Kaelin will nur in die Geschichte eingehen. Der Taryn ist der Stratege. Nur meine unmaßgebliche Meinung. Ich sollte dankbar sein, dass der König uns Graue Wächter unterstützt, aber ich weiß, wer in Wahrheit das Ruder führt. Warum findet das Ganze überhaupt hier statt? Das hier ist die Grenze der Korkari-Wildnis, das Auge des Sturms der Verderbnis. Hier wird die Horde herausbrechen. Ostagar selbst ist eine ausgezeichnete Verteidigungsposition. Früher wurden hier die Wilden zahllose Male zurückgeschlagen. Wie sind unsere Erfolgschancen? Taryn Loghain hat die Schlacht sicher bis ins Detail durchgeplant. Dennoch, mit so wenig Aufwand wurde noch keine Verderbnis besiegt. Und wenn wir scheitern? Wenn wir die Horde nicht aufhalten, wird sie sich ausbreiten und ganz Ferelden überrennen, sagt Duncan. Und dann brauchen wir ein Staatenbündnis, um sie zu bekämpfen, was schlecht wäre. Aber weder der König noch der Taryn scheinen zu glauben, dass es sich um eine echte Verderbnis handelt. Welche Rolle kommt mir dabei zu? Das ist eine gute Frage. Die anderen Grauen Wächter reiten an der Seite des Königs in die Schlacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch dabei sein werdet. Tja, das muss ich wohl dann sehen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Wollt ihr mich noch etwas anderes fragen? Graue Wächter haben wir. So, jetzt kommt dieses Beitrittsritual. Ich würde euch gerne mehr sagen,
Fragt mich später nochmal, nachdem Duncan mit euch gesprochen hat. Wollt ihr mich noch etwas anderes fragen? So, dann hätten wir alles erledigt. Und ich habe keine Fragen mehr. Danke. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ja? So, okay. Mit diesem Gespräch beende ich jetzt diesen Part. Er ist ein bisschen länger als sonst, aber ich wollte jetzt auch nicht das Gespräch mit Alastair einfach abbrechen. Ja, dann werden wir wohl noch weiter nach dem einen Rekruten. Den haben wir schon gesehen, aber noch nicht gesprochen. Da werden wir also das nächste Mal hin latschen mit Alistair. Der ist ja jetzt hier als Begleiter drin. Ja, gut. Schön, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Part dabei sein würdest. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis denn dann. Tschüss.